So, was ist mit 9 Runden Live? Ich bin auf dem falschen Fenster, merke ich gerade. What? ja, Sekunde. Jetzt fast. Okay, genau. Ich lerne noch schnell das Equipment aus, genau. Ich lerne noch schnell das Inventar aus, weil es halt einfach mega voll ist. Und ich glaube, es sind immer so 80 bis 100 Mille oder so pro Leerung. Und, jupp. brauchen wir definitiv. Geld braucht man immer. Geld ist einfach so eine Sache. Gerade in Flife, da brauchst du halt irgendwie echt so viel irgendwie. Okay, so. Ich überlege gerade 118. Und, nee, wir müssen noch weiter leveln. Bringt nichts. Bringt einfach nichts, wenn wir jetzt irgendwie anfangen, Darkratesia oder so. Ich glaube, es lohnt auch nicht so, wenn wir jetzt irgendwie so zu übermäßig hohen Mobs und so gehen. Das. Nee. Ich meine, gut, die machen ja Double Hits oder so, was natürlich jetzt richtig AIDS ist, aber. Boah. Nee, ich weiß nicht so recht. Naja, scheiß drauf. Alter, es ruckelt, aber auch. Ich habe nur mein VPN an. Och, come on. Muss das jetzt sein? Och, nee, ich will jetzt nicht extra alles neu starten. Ich will auch nicht extra relocken. Ja, komm, so schlimm kann es nicht sein, oder? So schlimm kann es schon jetzt nicht sein. Das. Und ich meine, jetzt im Video merkt man sowieso weniger als jetzt bei mir selbst. Deswegen, ich glaube, das passt schon. Das ist jetzt nicht so dramatisch, denke ich jetzt mal. Hoffe ich mal. Alter. Huch. Der Schaden ist aber dramatisch. Leicht überdramatisch. Also überlebe ich das überhaupt? Ja, ich starte es gleich neu. Das ist. Es ist lästig, ja. Okay, gut, ich starte das Ding immer schnell eben neu, das ist nämlich zu nervig. So, okay, weiter geht's. XP habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst. Ich hoffe zumindest jetzt einigermaßen ruckelfrei. Ich habe jetzt das Ding neu gestartet, es ruckelt halt immer noch, ich weiß es nicht warum, ich habe gerade momentan auch noch ein bisschen viel offen und so. Kann auch irgendwie tausend andere Gründe noch haben, warum es gerade aktuell ruckelt. Alter, ist aber gerade wieder heftig. Was sagt meine CPU-Auslastung? 83%, 86%, 92%, 95%, ja. Oh. Ich glaube, ich habe OBS zu krass eingestellt. Ich meine, ich habe noch nebenbei andere Spiele und so offen und ja, das hat natürlich auch noch einen Impact und so, das ist klar, aber ich glaube, ja. Wir schauen es einfach an, passt schon. Überlebe ich das so? Ah ja, easy. Bildpost auch Level Up? Nee, nicht. Der war voll schon Level Up, okay. Give me. Oh mein Gott. Endlich eine fucking Suit. Wow, endlich, Alter. Endlich. Jetzt geht's los, Mann. Jetzt geht's gleich richtig los. Holy shit. Komm, gib mir irgendwie was Cooles, sowas, so, keine Ahnung, 50 STA oder so. Ja, STA-Weckung und so, ich kenn's, man weiß es. Ich will STA, come on, viel STA. Komm. 13, nee. Ich kriege aber auch wirklich fast gar kein STA irgendwann mal drauf. Also ich meine, irgendwie 3 mehr STA so bekommen, das war's. 4 mal, okay. Irgendwas mit 35 Stats war gerade da. 10, 13. Was ist da 18% Customer, so ein Scheiße? Alter. 19, 10.
Also 28 ist tatsächlich schon ganz gern. 19 ist halt nix irgendwie. Ich meine, man muss aber auch nicht viel, aber trotzdem. 14% Crit-Schaden waren, glaube ich, gerade eben dabei. Was? Wir haben keine mehr? LOL? Fuck my life. Ups. Ja gut, das Zeug soll auch mal schnell upgraden, ne? Was? Jetzt geht's. So, wir haben Blockrate von 15% und 45,5 KP. Oh. Oh, okay. Ah ja, Death, okay. Ja, doch. 1,6. Ah, okay. Also ich meine, Fly hat so 5% Blockrate oder so, macht halt wirklich eine Menge aus. Und auch Death und so. Ich meine, ich weiß es nicht, aber... Nee, ich will jetzt keine falschen Infos irgendwie in Umlauf bringen. Deswegen sage ich jetzt dazu nichts, aber... Nee, also ich glaube, wir tanken jetzt da schon ganz gut weg gestern. Gut, eine Wirkung brauchen wir noch drauf und so. Das probieren wir jetzt dann einfach dann direkt weiter wieder welche, also wir Scrolls droppen. Ich meine, die Monster machen halt mehr Damage und so weiter und deswegen müssen wir schauen, dass wir halt dann genügend HP-Puffer haben. Komm, Buff. Alter. Oh, okay. Alter, 11 Scrolls einfach auf einem Schlag, okay. Sieben. Och, come on. Ich will doch nur ein bisschen mehr. Ich will keine 50 oder so, wenn es nicht unbedingt sein muss. Wenigstens so 30. 30 wäre dann schon echt geil. Aber die kriege ich halt auch nicht. Ja, okay, also so ist es schon um einiges entspannter. Also mit dem vollen Set und so weiter ist es halt echt schon nochmal ein ganz anderes Ding. Bildposter 112, schön. Geldtrops sind übrigens auch mehr als in Ordnung. Alter, Ringmaster macht halt echt Spaß irgendwie. Ich wollte schon mal so einen Main-Ringmaster spielen oder so. Nur das Ding ist halt mittlerweile... wenn ich dann halt wenigstens das Tank spielen würde oder könnte oder so, aber... Wenn du nicht mal tanken kannst mit dem, was sollst du halt machen? Dann den ganzen Tag rumstehen und buffen, das macht auch keiner. Und macht auch keinen Spaß. Also, keine Ahnung. Oh. Der Moment, wenn du seine HP runtertroppen siehst, dann schaust du hin und da ist kein Prevention da, weil es schon getriggert wurde. Alter. Und noch ein Perin mehr. Easy, Alter. Hä, wir droppen teilweise so viel und teilweise so wenig, es ist halt echt verrückt irgendwie. So, hauen wir das mal schnell rein. SCR plus 15, ja drauf geschissen, Mann. Okay, 49, knapp 50 KP, das ist ganz gut. Death ging auch noch ein bisschen weiter nach oben. Stick. Das ist alles ein bisschen trashig irgendwie. Custom bräuchte man halt im Prinzip eigentlich auch, aber haben jetzt auch momentan gerade keine. Ja, müssen wir mal schauen. Wird schon irgendwann. Ich meine, gewartet habe ich übrigens auch nicht mehr, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ich habe es irgendwie. Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich es dann nicht gemacht. 120 AM, lol. Ach, lol, okay. Kann man machen. Kurz ein bisschen was schließen da. Schließen. Okay, gut.
23%. Es geht schon ganz gut. Also man muss schon wirklich sagen, Ringmaster, ich weiß es halt nicht. Vor allem, wenn man sich gerade mal so überlegt, man startet auf einem Server neu. Und dann hast du natürlich erstmal so die Wahl, okay, welche Klasse spielst. Du brauchst zum Beispiel Knight oder so, ist halt richtig schwierig. Auch Evil Posters eventuell auch noch. Ich meine, es geht noch und so, aber es ist halt... Es ist schon schwierig anzufangen, wenn du wirklich gar nichts hast. Also das ist schon heavy. Aber Ringmaster ist es halt so, du kannst auch wirklich Hit and Run leveln. Und auf den meisten Servern kannst du halt irgendwie alles hier durchspammen. Das heißt, das geht halt wirklich... Es geht. Das geht da teilweise wirklich super. Und gerade so wie hier, wenn du halt irgendwie so ein Ding casten musst und so, es geht halt wirklich schon ziemlich schnell auch. Also mein Ringmaster, wirklich sehr empfehlenswert. Gerade auf einem Server als ersten Charakter, den man machen will oder so. Ich meine, du kannst auch super farmen mit dem Ding. Es ist nicht der Beste und so, klar, aber ich stirb. Ich stirb nicht. Aber es ist schon einer der besseren, definitiv. Und muss auch sagen, selbst wenn du hier wirklich nur 10% langsamer farmst, ja, eine andere Klasse braucht vielleicht doppelt so lang zum Leveln. Und wenn du jetzt hier vielleicht, keine Ahnung, 10 Stunden vom Leveln sparst und du aber trotzdem nur 10% langsamer farmst, dann hast du trotzdem noch so einen gigantischen Vorteil im Prinzip. Weil, ich meine, überleg mal, was das einfach mal bedeutet. Bis jetzt das Ganze wirklich dann wieder relativiert und es auch mit den Farmcharakteren und so dann auf Zwölf-Life oder generell in Life. Ich meine, okay, die und die Klasse macht 10-20% mehr Perien pro Stunde. Wow, du bist allerdings Stunden beschäftigt, also vielleicht 50, 100 Stunden, bis du den Charakter aufgebaut hast und dann, dann hast du einen Charakter und dann hast halt so viel Zeit reingesteckt. Ich weiß es nicht. Du farmst dann einfach zum Beispiel 10-mal oder 5-mal so lang, bis du dann eben das Ganze wieder reingefarmt hast. Und ist es halt das wirklich wert? Also ich weiß es halt echt nicht so recht. Mittlerweile mache ich das eigentlich schon nicht mehr. Also ich spiele einen Charakter, den ich will. Und 9 hochziehen macht eigentlich nie Sinn. Das bringt's nicht. Ich meine, warum auch? Warum auch? Ganz im Ernst. ...96%. Alter, ich werde glaube ich gerade von einem Stream gebannt. Von einem meiner Lieblingsstreamer. Und zwar, der hatte heute irgendwie so... Also halt mehrere Anrufe im Stream. Und dann habe ich einfach mal gefragt... Also hat er halt geschrieben heute... hat er gesagt, das ist sein irgendein spezieller Tag oder so. Und dann habe ich halt gefragt, ob sein Geburtstag ist und so. Weil halt so viele Leute anfragen. Und seitdem wird das halt Stunden im Stream zugespammt. Von nämlich den Leuten, die ihm halt Happy Birthday und so weiter schreiben. Und da ist es halt, glaube ich, mega pissed, soweit ich vorher so zu seinem Mods sucht man raus, der damit angefangen hat und bannt ihn. Oh Mann, das war nicht so gemeint, ey. Das ist echt, es ist manchmal echt bitter. Nicht alles, was man halt wirklich, nicht alles ist böse gemeint. Das ist halt echt so, Mann. Nee, das ist einfach echt bitter. Das ist echt bitter. Tja. Machst du die Hoffnung gehabt, vielleicht bist du mit ihm zu zocken und so mal eine Runde oder so, keine Ahnung. Und dann so, nope. Erstmal gebannt werden. Läuft. Ja, okay. Gut, Hero Craft. In dem Sinn, nächste Folge wird ein bisschen länger. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.